Einen wunderschönen guten Tag. Jetzt geht es in den Bereich Selbstvertrauen aufbauen. Die Definition dafür ist die Fähigkeit, sich angesichts andauernder Belastung und Stress sich anzupassen und zu entwickeln. Das nennt man dann quasi bewältigungskompetent. Die Wege dazu. Also erstmal die Motivation ist ganz wichtig. Ich will, ich kann, ich werde, ist klar. Aber dafür gibt es auch Wege, dass man für sich selbst sorgen kann. Das sollte man lernen. Das lernt man in der Pubertät. Da lernt man auch soziale Kontakte zu schließen. Das lernt man eigentlich schon in der Kita. Negatives zu positivem ändern. Das kommt teilweise später, wenn man dann quasi schon die ersten Niederschläge beruflich auch in der Schule gemacht hat, dass man daraus das Beste macht und daraus lernt. Seine eigenen Fähigkeiten ausbaut und das Negative zu stärken macht, klar. Veränderungen annehmen. Man muss quasi mal mit der Zeit mitlaufen. Statt pessimistisch, optimistisch sein und das Beste draus machen und immer das Gute draus sehen, nicht immer nur das Schlechte. Dass man seine eigenen Ziele anstrebt. Bindung aufbaut, Freunde, Beziehung, die Bindung zur Familie stärkt. Das gehört auch dazu, weil die können dann Unterstützung geben. Dass man auch Führung übernehmen kann, ist wichtig. Wenn man später doch mal sagen, man möchte selbstständig sein und auch mal ein Team leiten. Deswegen ist die Teamfähigkeit gehört dazu, die man aufbauen muss. Die lernt man schon in der Schule, Teamfähigkeit aufbauen. Dauert ein bisschen, aber bei den meisten funktioniert. Man muss vertrauenswürdig sein, also Sachen, die man sagt und Zeiten, die man hat, muss man auch einhalten. Lernwege finden und nicht nur über Smartphone, sondern auch mal Bücher wäre mal sinnvoll. Empathie, ja, man muss schon teilweise für manche mitdenken und auch Verständnis für die anderen haben, wenn die es nicht können. Dass man denen auch vielleicht hilft. Da muss man auch tolerant sein, weil es kann nicht jeder sein wie man selber. Kritikfähigkeit, klar, gut, versteht man ja. Wege zu lernen ist aber auch aus seinen eigenen Fehlern zu lernen, das ist wichtig. Methoden dafür ist zum Beispiel einsichtig sein, bei falscher Tat ehrliche Antworten geben, Unabhängigkeit zum Beispiel. Recht auf seinen Freiraum und Individuum zu haben, dass man seinen eigenen Humor entwickeln kann und auch über sich selbst lachen kann. Das gehört auch zum eigenen Selbstvertrauen, dass man die Initiative zeigt, Probleme aktiv lösen kann. Und wenn man eben was nicht kann, dass man auch ein guter Verlierer ist und nicht ein schlechter Verlierer ist, der dann rumschreit wie ein Bekloppter. Dass man irgendwas die Hand geben kann und sagen, gut, ich habe verloren, nächstes Mal gewinne ich. Kreativ, ja, Gefühle künstlerisch ausdrücken, ist jetzt mal einfach ausgedrückt. Und in der Beziehung, dass man Beziehungen suchen kann, aber auch finden kann, dass man dies aber auch aufrecht erhält und seine Gefühle erkennt und die Stärken aufrechterhält bei den Gefühlen. Und dass man immer quasi mit der Partnerschaft in der Beziehung arbeitet. Das gehört zu dem Bereich Selbstvertrauen. Dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag.